Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal für Transportfieber. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich diese fünf tollen Kesselwagen für euch im Angebot, die der gute Skyjoe für uns gerepainted hat von den Einheitskesselwagen, die der Grimes ja schon 2017 veröffentlicht hat. Wir haben jetzt fünf neue Repaints dieser Wagen. Insgesamt sind es aber 10 Wagen, weil es diese Version einmal, Moment, einmal mit Bremserhaus immer gibt und einmal ohne. Ich habe jetzt nur eine Version mit Bremshäuschen hier aufgestellt und die anderen dann ohne. Beispiel hier, das ist von der DEA, der Deutschen Bahn, Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft, die DEA. Und so sieht das Ganze mit Bremshäuschen aus. Ja, bevor wir uns die jetzt im Detail angucken, den Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das runterladen. Ihr benötigt auch den Hauptmod vom Grimes. Den Link packe ich euch auch dazu, falls ihr diese Wagen noch nicht habt. Diese Wagen wurden ab 1941 in Serie gebaut, wurden dann im Zweiten Weltkrieg vermehrt von der deutschen Wehrmacht natürlich eingesetzt, um Benzin, Öl und sonst was zu transportieren an die Front. Aber auch danach waren sie noch bis Anfang der 90er Jahre im Einsatz und sind auch, soweit ich das gelesen habe, auch heute noch vereinzelt anzutreffen. Natürlich in nicht mehr so gutem Zustand, aber sie scheinen noch zu fahren. Ja, wie gesagt, wir gucken uns die Wagen mal an. Das ist, wie gesagt, der von der DEA. Hier vorne mit den Bremshäuschen und auch die Aufschriften hier sind wirklich toll. Hier haben wir Ladegut, brennbare Flüssigkeiten. Und dann haben wir hier auch noch den Aufdruck Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft Hamburg. Auch die Zugwaggonnummer hier 581 204. Und dann hier vorne das Bremshäuschen. Von der anderen Seite sieht das Ganze natürlich genauso aus. Und auch hier die Aufbauten, wo der Tank quasi drauf liegt, sind sehr schön ausgearbeitet. Gucken wir uns die Version mal ohne Bremshäuschen an. Ist quasi genau dasselbe, nur dass die Leiter dann nicht rechts, oder doch, ist auch rechts. Fehlt einfach das Bremshäuschen. Hier steht auch noch drauf, vorsichtig rangieren. Oben dann der Laufsteg hier an dieser Version. Nicht, dass ihr euch wundert, hier ist der Laufsteg ja rechts, hier ist er links in Fahrtrichtung gesehen. Das liegt einfach daran, dass ich die hier gedreht habe, damit die Version mit dem Bremswagen vorne sitzt. Also das hier ist jetzt Fahrtrichtung. Ups. Der von der DEA ist auch mit diesem Laufsteg auf der rechten Seite. Dann haben wir hier die Version von Mobile kennt man ja auch der Deutschen Bahn. Auch hier Mobile Oil AG in Deutschland Hamburg. Auch hier sehr schön die Textur in diesem glänzenden Silber. Einmal auf die andere Seite. Auch hier steht drauf, Ladegut, brennbare Flüssigkeiten. Wirklich, wirklich schick das Ganze. So, fliegen wir mal wieder so rum. Und dann haben wir hier die Version der Deutschen Reichsbahngesellschaft, wie sie damals tausendfach zum Einsatz kam. Steht auch noch drauf, Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft in Berlin. Dieser Wagen ist in München stationiert. Hier steht auch drauf, Deutsche Reichsbahn. Unten noch mit den Schaltern. Nächste Untersuchung am 10.12.1947. Auch nicht schlecht. Also wirklich auch viele Details an den Waggons. Sowas finde ich immer klasse, auch wenn man natürlich die Züge fahren darauf nicht achtet, aber wenn man dann Nahaufnahmen macht, ist sowas schon sehr geil. Dann haben wir hier die Version der VTG.
Das ist die Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH. Steht auch hier nochmal Hamburg, auch der Deutschen Bahn. RIV kann ich euch jetzt nicht sagen, was das heißt. Aber auch in diesem dunklen Grau gehalten. Nur so wie dieser Waggon. Sieht schon schnieke aus. Auch hier diese Laufflächen, die man sich draufstellen kann. Ein Gitter noch da dran. Sehr, sehr schick. Und zu guter Letzt noch die Version der Shell. Auch von der Deutschen Bahn. Deutsche Shell Aktiengesellschaft. In dem bekannten Gelb. Ups. Natürlich setzen sich hier die schwarzen Schriftzüge besonders schön ab auf diesem Gelb. Und insgesamt haben wir jetzt natürlich eine riesengroße Auswahl an Kesselwagen. Das ist schon enorm. In dem Basispaket waren, glaube ich, zwei verschiedene Versionen. Weil es einmal ohne Bremshäuschen und mit und dann auch noch ohne Bremshäuschen mit einem extra Beschilderung und mit Bremshäuschen, also mit extra Beschilderung, also vier verschiedene Versionen, also acht Waggons. Jetzt nochmal 10 dazu, macht dann 18 verschiedene Versionen. Und fliegen nochmal ins Depot. Gucken uns das Ganze an. Kann ich euch das nochmal zeigen? Hier unter Güter natürlich. Dann haben wir hier die Grundversion, genau hier. Ohne Bremshaus und dann gibt es hier noch ohne Bremshaus und kleines Schild. Und da ist auch noch mit Bremshaus und kleinem Schild. Und dann hier auch nochmal. Und hier sind dann die Repaints. Einmal der Zack-Kesselwagen der DEA. 15 Kapazität. Gütertypen sind Rohöl, Öl und Treibstoff. 80 km/h, Gewicht 18 Tonnen. Ladegeschwindigkeit von 1. Dann hier von Mobil natürlich dasselbe. Und Shell, VTG und DRG. Ja, das war's auch schon kurz und knapp zu diesen tollen Wagen. Wenn sie euch gefallen, ladet sie euch runter und lasst dem guten SkyJoe doch ein Like da und einen netten Kommentar. Da freuen die Modder sich immer drüber, wenn man sie ihre Arbeit würdigt, was auch definitiv sein sollte, wenn man sich das anguckt. Okay, ich melde mich wieder, wenn ich was Neues für euch habe und bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage Ciao.